Ja, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach der Partie gegen Fortuna Düsseldorf. Ich begrüße auf dem Podium die beiden Trainer Uwe Rösler und Oliver Glasner. Dem Gästetrainer gehört das erste Wort. Ihr Kommentar zum Spiel, bitte. Erste Halbzeit war exceptional. Ich glaube, in unserer Situation, wie wir das Spiel angegangen sind, mit welcher Spielfreude und auch mit welchem Commitment gegen den Ball. Das war fantastisch zu sehen, wie die Spieler das nach so einer kurzen Zeit umsetzen. Aber mich besonders beeindruckt hat der Mut unserer Spieler. Gegen eine Wolfsburger Mannschaft, die ihre Qualitäten hat, die in Europa vertreten ist, die einen sehr guten Kader hat, haben wir das sehr gut gemacht. Zweite Halbzeit hat man dann gemerkt, dass die Mannschaft halt schon länger nicht in der Liga gewonnen hat. Wir müssen lernen, uns selber zu belohnen. Wir müssen lernen, in diesen Momenten dann den Mut weiter beizubehalten. Die rote Karte war nicht unbedingt gut für uns. Und natürlich das Gegentor war aus meiner Sicht sehr billig, was es dann verunsichert hat. Und man muss auch ehrlich sagen, die Wolfsburger Mannschaft hat dann mit dem Ausgleichstreffer dann auch was gehabt, wo sie sich dann richtig aufrichten können. Die hatten dann einen Spirit entwickelt mit einem Mann weniger und den Zuschauern im Rücken, dass er nochmal 5-10% rausgeholt hat. Und im Endeffekt konnten wir dann nicht diese entscheidende Torschance erspielen, um das Spiel zu gewinnen. Vielen Dank, Oliver. Dann darf ich an dich weitergeben. Ja, aus unserer Sicht war es natürlich genau umgekehrt. Sehr, sehr schlechte erste Halbzeit in allen Belangen. Pomadig, träge, gegen den Ball, im Laufen, im Zweikampf, im Kopf, im Passspiel. Null Tiefgang. Alles, was wir uns vorgenommen haben, war eigentlich erste Halbzeit weg. Und ja, wir waren auch völlig verdient in Rückstand. Und ja, dann bedurfte es auch mal ein paar klare Worte in der Halbzeitpause und dann kommen wir raus, eigentlich besser und bekommen halt eine rote Karte, die natürlich überflüssig ist und ja, danach hat die Mannschaft halt wieder gezeigt, wozu sie fähig ist. Ja, wir waren dann in der zweiten Halbzeit auch ja, viel, viel mutiger, obwohl wir in Unterzahl waren. Wir haben ein besseres Pressing gespielt wie in der ersten Halbzeit, wir haben schneller nach vorne gespielt, wir sind schneller gelaufen, wir haben mehr die Tiefe gesucht. Wir kreieren in Unterzahl mehr Torchancen, mehr Standardsituationen wie in Gleichzahl in der ersten Halbzeit und schaffen es gleichzeitig, Düsseldorf vielleicht bis auf die letzten 7-8 Minuten auch ganz weit wegzuhalten von unserem eigenen Strafraum. Und ja, darauf gilt es einfach jetzt die Antwort zu finden, warum wir nicht von der ersten Sekunde an so im Spiel waren, wie wir das in der zweiten Halbzeit waren. Und ja, ist natürlich auch jetzt das Fakt, dass wir zum zweiten Mal eine Halbzeit in Unterzahl gespielt haben. Das war in Frankfurt, die haben wir 1-0 gewonnen und heute wieder. Und ja, für mich ist darauf müssen wir die Antwort finden, warum wir immer wieder mal nicht von der ersten Sekunde an mit dieser Intensität im Spiel sind, die wir in der Lage sind zu gehen. Und ja, deswegen schlussendlich können und müssen wir auch leben mit dem Punkt. Über die Leistung in der ersten Halbzeit werden wir sicherlich kommende Woche uns nochmal relativ viel ansehen und auch relativ viel sprechen. Und umgekehrt aus der zweiten Halbzeit können wir auch wieder viel Positives mitnehmen. Deswegen, ja, natürlich haben wir uns mehr erwartet, aber aufgrund der ersten Halbzeit nicht mehr verdient. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Das scheint tatsächlich doch. Timo Keller von den Wolfsburger Nachrichten. Herr Glasner, können Sie schon was zur Verletzung von William sagen? Er ist aktuell im Krankenhaus, es wird alles abgeklärt, deutet auf eine Knieverletzung hin. Also es ist eine Knieverletzung, die Schwere kann ich leider noch nicht vorhersehen. Ich hoffe, dass es nicht allzu schlimm ist. Fritz Bese. Herr Glasner, was war die Überlegung, den Kollegen Weghorst sozusagen so spät zu bringen, also nicht von Anfang an? War er nicht fit? Ja, die Überlegung war, ihn eigentlich noch später zu bringen, aber es war dem
vor allem dem Spiel unserer ersten Halbzeit geschuldet, dass ich ihn schon in der Halbzeit eingewechselt habe, weil Wout nur ein einziges gesamtes Training mit der Mannschaft gemacht hat. Das war gestern das Abschlusstraining und er hatte zuvor halt immer wieder Teile mitgemacht, aber wie es halt bei einer Muskelverletzung ist, er war jetzt natürlich fit, aber ja, wenn er jetzt dann 70, 80 Minuten am Platz steht, wird die muskuläre Beanspruchung immer größer und wir wollten unter keinen Umständen eine schwerere Muskelverletzung riskieren, zumal wir jetzt dann beginnen mit Hoffenheim, dann haben wir die beiden Spiele gegen Malmö, also wir haben danach jetzt 5 Spiele in 14 Tagen und da möchte ich einen hundertprozentigen Wout Weghorst in diese Phase gehen. Das war die Überlegung dahinter. Stefan Hox, Radio 21. Sie haben immer wieder auffällig oft in der Coaching-Zone signalisiert, dass die Lücken zu groß sind. Zumindest habe ich Ihre Gesten so gedeutet. Ist das möglicherweise der Schlüssel zur Antwort auf die Frage, warum in der ersten Halbzeit vieles nicht so funktioniert hat, wie Sie es sich gewünscht haben? Ja, es gibt mehrere. Das ist natürlich gegen den Ball, wenn die Abstände zu groß sind, aber vor allem war es die Intensität, wie wir attackiert haben. Ja, das war einfach zu wenig. Und dann läufst du immer nach und dann werden die Wege weit, die Abstände waren zu groß, ja. Aber das andere ist im eigenen Ballbesitz einfach zu langsam gespielt und vor allem, wir haben viel zu wenig die Tiefe gesucht. Ja. Wir haben ein-, zweimal, wo Adem Memedi den Ball weiterleitet und Daniel Ginczek eigentlich mit Bewegungsvorsprung auf den Torwart zuläuft, aber halt nicht zum Abschluss kommt. Es war dann noch einmal, wo Renato Steffen am Strafraum frei zum Abschluss kommt, halt überhastet drüber schießt, aber es war viel zu wenig, ja, für die Kompaktheit aus dem 3-5-2. Das dann oft zu einem 5-3-2 geworden ist, musst du einfach die Räume hinter der Kette mehr attackieren, musst viel, viel schneller im Passspiel sein, du musst dich viel agiler bewegen, ja, die Kette mal auseinanderziehen, staffeln, nicht nur in letzter Linie warten, sonst kommst du immer wieder mit dem Rücken zum Spiel. Also da gibt es viele, viele Dinge, die wir besser machen können, die wir auch schon besser gemacht haben, aber heute speziell in der ersten Halbzeit nicht auf den Platz gebracht haben. Jürgen Braun von der Wolfsburger Allgemeinen. Herr Glasner, eine Frage zu dem Gegentor. War das vielleicht auch bedingt oder einzuordnen in der ganzen Passivität der Mannschaft in der ersten Halbzeit? Oder würden Sie sagen, das war schon wieder diese Schläfrigkeit, die Sie eigentlich auch nicht mehr so oft sehen wollten? Ich habe da so das Gefühl gehabt, da waren mehrere Spieler eigentlich nicht so ganz da, wo sie sein sollten. Ja, es ist so, ich habe es jetzt zwar noch nicht im Video gesehen, aber wie ich es in Erinnerung habe, ist eigentlich genau das, was wir wollten, den Gegner nach außen lenken. Wir haben ihn dort, wo wir ihn haben wollen. Und klar ist, wenn der Gegner im 3-5-2 spielt, will er schnell verlagern. Ja, jede Mannschaft, die dann zum Ball schiebt und wir sind zu dritt dran, ohne ihn zu attackieren. Ja, das war Begleitschutz. Und wenn du jetzt 3-1 Überzahl am Ball schaffst, ist ganz klar, dass du auf der ballentfernten Seite Unterzahl hast. Und dann musst du zupacken. Und das ist immer wieder das, das besprechen wir. Wir trainieren es, wir zeigen es auf Video. Dann packen wir nicht zu und lassen den Gegner rauskommen. Und dann hat er eben Überzahl. Und dann muss man auch wirklich sagen, ab dem Moment, ich glaube, wo Suttner dann angetrippelt hat, haben sie es auch großartig gespielt mit One-Touch-Football. Tiefer Ball abgelegt, Ball entfernt weg und mit dem ersten Kontakt abgeschlossen. Aber wie gesagt, wenn wir sie dort haben, wo wir wollen, wenn wir Überzahl am Ball haben, ist das Wichtigste, und wir sprechen oft von Basics, den Zweikampf zu gewinnen. Weil wenn du den nicht gewinnst, kommt der Gegner raus. Dann scheint es das gewesen zu sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und euch eine gute Rückreise nach Düsseldorf. Alles klar, danke.